Am 10. Juni regiert im Regierungsviertel St. Pölten der Radsport. Im Rahmen des St. Pöltener Radmarathons, an dem rund 800 Hobbysportler teilnehmen, wird zum zweiten Mal auch der Grand Prix Niederösterreich als viertes Rennen zur ÖRV-Radbundesliga durchgeführt. Vor dem Start hat sich Harry Müllner im Fahrerlager etwas umgehört. Andreas Walzl, die Mannschaft Feldbinder KTM fährt relativ häufig im Ausland, was für eine Regionalmannschaft eigentlich eine Auszeichnung ist. Sie sind gut in Form, haben in letzter Zeit auch auf den Bergen aufgezeigt. Was kann man sich denn heute erwarten? Ja, also von unserem letztlichen Rennenprogramm, wir sind bei der Tour of Albania im Einsatz gewesen. War für uns eine sehr erfolgreiche Rundfahrt. Wir haben zweimal einen 10. Etappenplatz gehabt, einmal einen 6. Etappenrang. Ich selber war 2 Tage lang im Bergtrikot des besten Bergfahrers. Ja, also der Grand Prix Niederösterreich ist ziemlich schwer, also sehr lange, schwierige Anstiege. Natürlich wird es schauen, wie sich das Rennen entwickelt von den großen Mannschaften. Wir wollen sicher vorne in der Spitzengruppe vertreten sein. Jetzt hat Ihr Mentor im Team, Florian Gaugel, seine Karriere etwas überraschend beendet, aus beruflichen Gründen. Ist das doch ein gewisser Nachteil, eine gewisse Schwächung? Ja, also in dem Sinn möchte ich meinem Florian Gaugel alles Beste für sein weiteres berufliches Leben wünschen, den Weg, den er eingeschlagen hat und auch auf seine erfolgreiche Radkarriere. Ja, natürlich, der Flo war ein guter Captain bei uns in der Mannschaft, der hat große Erfahrung gehabt und hat da unser Team zusammenhalten können. Ist sicher für uns nicht von Vorteil, dass er fehlt, aber ich denke, dass, ja, ich bin trotzdem in den letzten Jahren in größere Mannschaften gefahren, dass wir das natürlich gut koordinieren können. Helmut Rettwehr, der Führende in der österreichischen Bundesliga, habe ich gehört, ist gesundheitlich alles andere als fit. Wie sehen Sie denn dem heutigen Rennen entgegen? Ja, wenn sie das schon rumgesprochen hat, dass er ein paar Probleme gehabt hat, dann wären die Chancen natürlich geringer, aber wer mich kennt, ich werde versuchen zu kämpfen und irgendwie ins Ziel zu kommen, aber es wird natürlich verdammt schwer und die Welser sind einfach so stark, auch mannschaftlich so stark und ich glaube, dass 4 mittlerweile 30 Punkte hinter mir sind und die werden wir das wahrscheinlich heute wieder abnehmen. Manuel Bosch, die Mannschaft Vorarlberg-Santig ist viel im Ausland gefahren, auch mit 8-bahn Ergebnissen. Jetzt wartet ein sehr attraktives Rennen in der Heimat. Wie sieht man denn diesem Rennen entgegen? Ja, wir sind heute ein bisschen unterbesetzt, da wir gleichzeitig in Köln noch die Besetzung fahren. Einige Fahrer müssen pausieren, da sie angeschlagen sind. Andere bereiten sich ganz speziell auf die Ö-Tour vor. Sind Sie das? Ich bin in der Selektion, aber noch nicht fix gesetzt. Und das ist für uns ein riesen Chance, ein riesen Highlight. Und deshalb sind wir unterbesetzt hier, aber nicht schlechter. Was zeichnet denn diesen Grand Prix Niederösterreich aus? Was ist das Besondere an diesem Rennen? Es kommen viele Höhenmeter dazu, sehr selektiv. Und ich denke, am Anfang muss man kräftesparend fahren. Und je nach Einteilung, wo man in der Gruppe positioniert ist, muss man auch teamübergreifend mit anderen Fahrern, die einzeln unterwegs sind, zusammenarbeiten können. Die Mannschaft des Vorjahrsiegers, heuer unter dem Namen MyBike Stevens, ist noch ohne Podestplatz in der Bundesliga. Maximilian Kuhn, muss sich das heute ändern? Es muss sich ändern, wie du das sagst. Also es ist Heimrennen, das ist ganz klar, dass wir da vorne mitfahren müssen. Da brauchen wir nicht irgendwie mal dumdruck und sagen, wir schauen, wie es geht, sondern es ist Heimrennen. Podest ist eigentlich Mindestvorgabe, das müssen wir erreichen. Und die letzten Rennen, wie du gesagt hast, sind nicht super verlaufen. Da müssen wir unbedingt was ändern und heute ist der beste Zeitpunkt dafür. Nach einer 7-wöchigen Verletzungspause gibt Benjamin Brückitsch heute wieder sein Comeback, ausgerechnet bei diesem schweren Rennen. Was erwarten Sie sich denn? Ja, da habe ich mir auf jeden Fall nicht das richtige Rennen ausgesucht, um wieder, also fürs erste Rennen auf jeden Fall. Nein, ich erwarte mir eigentlich gar nichts. Ich will einfach wieder das erste Rennen fahren, schauen einmal, wie es geht. Es wird sicher ein komisches Gefühl nach 7 Wochen werden. Dominik Rinkow, für die Mannschaft aus Steyr läuft es in der Bundesliga mannschaftlich heuer sehr, sehr gut. Immer wieder mit guten Spitzenplätzen, viele Auslandsstarts. Was erwartet man sich heute in St. Pölten? Ja, ich denke, es ist ein sehr schweres Rennen, ein richtiger Klassiker mit einer großen Runde. Und ich denke, dass wir für das Rennen sehr gut aufgestellt sind, mit ein paar sehr bergfeste Fahrer. Und ich denke, dass wir da ganz vorne mitmischen können. Man muss das ja auch alles teammäßig anders organisieren, wenn es keine Rundstrecke gibt. Vor allem denke ich an die Verpflegung, an die Betreuung, ne? Ja, es ist sicher ein bisschen schwieriger, dass wir zu unseren Flaschen kommen, aber wir haben da ein gutes Team und sind bestens versorgt. Sebastian Schönberger ist Ihnen etwas überraschend abhanden gekommen, mitten in der Saison. Der hat einen sehr attraktiven Vertrag bekommen in Italien. An sich für das Team eine Auszeichnung, wenn man einen Fahrer eine Stufe höher bringt, aber fürs Team natürlich selber bleibt schon ein bisschen ein Loch, denke ich. Ja, also ich denke, wir sind nach wie vor noch sehr gut aufgestellt, speziell was schwere Rennen, was Berge anbelangt und
ja, sehr Angebot gekriegt. Wir wollten ihm da nicht in den Wege stehen. Prinzipiell hätte er ja noch einen Vertrag gehabt bis Ende der Saison, aber wir wünschen ihm viel Glück im neuen Team. Lukas Schlemmer, alle sagen, der Weg zum Sieg heute beim Grand Prix St. Pölten führt nur über die Felbermeier-Mannschaft. Was würden Sie sagen dazu? Ja, ich glaube schon, dass wir heute die Favoritenrolle haben und ich glaube schon, dass wir das auch gewinnen können und auch was gewinnen müssen, weil sonst sind wir enttäuscht. Achtung, Start! Insgesamt sind 120 Fahrer am Start. Gestartet wird neutralisiert, es geht zuerst geschlossen aus St. Pölten hinaus. Nach der Startfreigabe können es die Fahrer aber nicht erwarten, loszulegen. Es wird sofort attackiert. Hier sieht man einmal, wie die Rennkommissare den Fahrern mit Trillerpfeifen und Handzeichen Hindernisse auf der Fahrbahn anzeigen. Ihre Arbeit bleibt oft ungesehen, ist für das Gelingen einer Veranstaltung aber sehr wichtig. Bei Rennkilometer 11 im Bereich von Gattmannsdorf setzt sich eine 12 Mann starke Spitzengruppe ab. Noch ist man sich aber nicht einig. Immer wieder folgen Attacken. Die Anfangsphase des Grand Prix Niederösterreich verläuft äußerst abwechslungsreich. Lukas Meiler, Lukas Schlemmer und Helmut Trettwer haben die Verfolgung aufgenommen und können nun in Kammerhof bei Kilometer 19 zur Spitze aufschließen. Vier weitere Fahrer versuchen ihr Glück und nehmen ebenfalls die Verfolgung auf. Sie können den Abstand zur Spitze aber nicht verringern. Bei Rennkilometer 25 in Rabenstein folgt nun die Abzweigung in Richtung Bergwertung Luft. Hier führt auch die letzte Etappe der Österreich-Rundfahrt entlang, wenn das Fahrerfeld von Scheibs nach Wels fährt. Andreas Hofer führt die 14-köpfige Spitze mit seinem Tempo den Anstieg über 200 Höhenmeter zur Bergwertung hinauf. Die Bergwertung in der Luft holt sich ganz unspektakulär Lukas Schlemmer. Andreas Hofer hat Probleme mit der Schaltung und kommt als Neunter bei der Bergwertung vorbei. Hier zeigt sich wieder einmal schön die gute teamübergreifende Zusammenarbeit. Christoph Riesel, sportlicher Leiter von WSA Pushbikers, ruft für Hofer dessen Mechaniker herbei. Jetzt geht es durchs Pilachtal und entlang der Mariazellerbahn. Andi Hofer hat das Rad gewechselt und kann sich wieder in die Spitzengruppe einreihen. Es geht nun in Richtung Bergwertung Gscheid. Hofer hat aber erneut ein Problem mit dem Rad, kann sich zwar schnell wieder zur Spitze gesellen, hat dadurch aber viel Kraft gelassen. Das Feld befindet sich geschlossen circa 2 Minuten dahinter, noch sind die Abstände überschaubar. Anstieg zur Bergwertung zieht sich die Spitze auseinander. Hofer, sichtlich von den Aufholjagden gezeichnet, bildet nun das Schlusslicht. Nach der Bergwertung geht es im rasanten Tempo hinunter Richtung Türnitz und dann weiter nach Annaberg. Hier warten auf die Radprofis 500 Höhenmeter. Es geht auf eine Seehöhe von 980 Meter hinauf. In der Zwischenzeit hat sich eine 9-köpfige Verfolgergruppe gebildet. Sie ist prominent und hochklassig besetzt, unter anderem mit Ricardo Zeudel und Stefan Rabitsch.
in der Spitze, die auf 7 Mann geschrumpft ist, macht der Führende in der Radbundesliga Helmut Trettwer das Tempo. Annaberg ist bereits in Sichtweite, aber noch immer hoch über den Köpfen der Radprofis. Die Verfolger machen jetzt richtig Tempo und kommen der Spitze immer näher. Was für ein spannender Grand Prix Niederösterreich. Kurz vor der Bergwertung können Zeudl und Rabitsch zur Spitze aufschließen. Es ist geschafft. Lukas Schlemmer vom Team Felbermayr gibt noch einmal richtig Gas und holt sich diese Bergwertung in Annaberg. Wo es hinaufgeht, geht es laut der grundlegenden topografischen Gesetze auch wieder hinunter. Und das mit richtig hohem Tempo. Aufgrund einer Baustelle muss die Streckenführung geändert werden und so fahren die Sportler nicht wie sonst über Bastel am Wald, sondern über den Treffnigfall Güterweg Richtung Puchenstuben. Inzwischen haben die Fahrer bereits 90 Kilometer in den Beinen. Nach einem kurzen Regen ist die Fahrbahn nass, glücklicherweise die Holzbrücke aber trocken, als die Fahrer ganz besonders vorsichtig diese Passage durchfahren. Noch hat die Quälerei kein Ende. Weiterhin führt die Strecke bergauf. Aber wie bereits erwähnt, es geht auch wieder bergab und das nicht gerade langsam. Hofer hat hier etwas zu viel Tempo drauf. Die Spitze hat sich geteilt und vorneweg sind nun Zeudl, Rabitsch und der für das Team Vorarlberg fahrende Schweizer Matteo Badilatti. Ab der Bergwertung Puchenstuben übernimmt wieder einmal die Schwerkraft. Mit gut 80 Sachen bewegt sich die Spitzengruppe Richtung Frankenfels im Dirndltal. Die Verfolger haben bereits eine Minute Rückstand, als es durch Frankenfels geht. Die Spitze mit Badilatti, Rabitsch und Zeudl ist hier bereits am Weg hinauf zur Plambach-Ecker Höhe, der letzten Bergwertung. Es sind noch 25 Kilometer bis ins Ziel. Ein guter Zeitpunkt, um so richtig in Erscheinung zu treten. Das denkt sich Vorjahressieger Ricardo Zeudl und tritt an. Jawohl, diese Aktion sitzt. Der frühere World Tour Profi und Österreich-Rundfahrtsieger verabschiedet sich von seinen Fluchtgefährten und fährt nun den Rest solo. Beim Grand Prix Niederösterreich 2017 fuhr Zeudl 80 Kilometer alleine. Dieses Mal reichen ihm die besagten 25 Kilometer. Rabitsch und Badilatti folgen eine Minute hinter Zeudl. Der Abstand ist also binnen kurzer Zeit förmlich explodiert. Zeudl hat noch knapp 3 Kilometer vor sich und von den Verfolgern ist nichts zu sehen. Jetzt biegt Ricardo Zeudl in die Landhausstraße ein und kann seinen Erfolg von 2017 wiederholen. Der 30-Jährige hat Zeit, seinen Sieg so richtig zu genießen. Der Sprint um Platz 2 wird noch spannend. Stefan Rabitsch kann ihn für sich entscheiden und macht damit den Doppelerfolg für das Team Felbermayr-Simplon-Wels perfekt. Platz 3 geht mit Matteo Badilatti an das Team Vorarlberg. Das 40 Mann starke Hauptfeld kommt mit nicht weniger als 20 Minuten Rückstand ins Ziel.
Ricardo Zeudl, offenbar hat das Trainingslager, dieses Höhentrainingslager, wirklich etwas gebracht. Sie sehen das jetzt in blendender Form, kann man sagen. War das heute auch wieder eine geplante Solofahrt, wie Sie sie schon hier vor genau einem Jahr vorgezeigt haben? Naja, geplant will ich nicht so sagen. Ich habe eigentlich erstens nicht damit gerechnet, dass er zu gut rennt, weil ich bin erst am Freitag vom Höhentrainingslager heimgekommen, mal um erst so 10 Tage nach einen wirklich super Effekt. Aber für das hat es mich sehr überrascht und stimmt mir sehr, sehr positiv für die nächsten Rennen. Ich habe jetzt nicht wirklich groß Intensitäten trainiert, darum freut mich das sehr, dass es jetzt schon so gut geht und ich hoffe, dass auf alle Fälle eine Steigerung möglich ist. Jetzt will man unter Umständen diese Streckenführung beim Grand Prix Niederösterreich beibehalten. Würde man da den Ricardo Zeudl als Fürsprecher sehen? Ja, auf alle Fälle. Also es ist ein super schönes Rennen, mal was anderes als wie immer Rundkurs fahren. Und mir gefällt das Rennen sehr, sehr gut. Es ist trotzdem noch extrem weit, eigentlich nur von den Bergen ein, aber dazwischen sehr selektiv und die Anstiege sind traumhaft. Schöne Gegend, also ich hoffe, es bleibt so. Stefan Rabitsch, heute wieder eine fulminante Vorstellung der Felbermayr-Simplow-Mannschaft. Muss man neidlos anerkennen. Wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass langsam die Konkurrenz daran ein bisschen verzweifelt. Aber wie war es aus Ihrer Sicht heute? Wieder ein Doppelsieg. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass wir momentan so viel Selbstvertrauen haben durch die Siege. Und wahrscheinlich sind wir nicht einmal jetzt so viel stärker, nur das alleine Selbstvertrauen macht so viel aus. Und ja, mit der Mannschaft, glaube ich, brauchen wir uns nicht verstecken. Und ich glaube, dass wir jetzt so, also nach dem heutigen Tag wissen wir, also, dass bei jedem die Form passt für die Oberösterreich-Rundfahrt. Und natürlich unglaublich, dass wir da heute einen Doppelsieg wieder anfahren haben können. Für das Team Vorarlberg ist heute der dritte Platz übrig geblieben. Matteo Badilatti, war mehr einfach gegen diese Welser Phalanx nicht möglich? Ja, wir waren lange in der Spitzengruppe und natürlich, sie waren in Überzahl und auch stärker, muss ich sagen, und bin ich mit meinem Rang zufrieden. Sie sind ja ein renommierter Rennfahrer, lieben die Berge, also sollte Ihnen heute auch sowieso gelegen sein. Ja, es war ein richtig gutes Parcours, gut organisiertes Rennen und die Berge waren ein bisschen zu weit weg vom Ziel, aber das gehört dazu und es war gut. Der Grand Prix Sportland Niederösterreich hat wieder beste Werbung für den Radsport bedeutet. Frau Landesrat, als Zuständige für diese Art von Veranstaltungen. Ich habe gehört, dass man Gefallen daran gefunden hat, an diesem Gastspiel der Bundesliga, dass man das vielleicht ein bisschen verlängern könnte. Kann ich mir durchaus vorstellen, denn was wir heute hier gesehen haben, ist großartiger Radsport und dafür sind wir in Niederösterreich immer zu haben. Im Sportland Niederösterreich legen wir sehr viel Wert drauf, auf so Großveranstaltungen, die auch zu uns passen. Und die Hälfte der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind Radlfahrer und Radlfahrerinnen. Also das heißt, da bewegen wir schon einerseits Breitensport, aber auch natürlich Spitzensport. Und wenn ich mir auch anhöre, dass die Kinder-Trophy so gut gewesen ist, also dann ist dieser Event wirklich gelungen. Ricardo Zeudl übernimmt damit die Führung in der Gesamtwertung der Radbundesliga. Nach 4 von 10 Rennen hat er 613 Punkte auf seinem Konto. Zweiter ist Helmut Trettwer mit 532, dritter Lukas Schlemmer und vierter Stefan Rabitsch. In der Mannschaftswertung führt Wels mit 115 Zehnern, Vorarlberg mit 101 und Chrinkhoff. Das nächste Bundesliga-Rennen ist das Staatsmeisterschafts-Einzelzeitfahren in Stephansharth. Freitag, den 29. Juni. Bis dahin, auf Wiedersehen.